Hi, in dieser Folge bauen wir eine Statue. Schön, dass wir eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei den Simpsons. Ja, es geht immer noch weiter bei unserer Rommelwood Akademie. Und heute geht's ran an eine Statue. Ja, wir fangen erstmal mit so ein bisschen mal mit diesen kleinen Sachen an. In der letzten Folge hatten wir das Tor gebaut. Heute geht's an die Statue ran. Das heißt, die kannst du dir erstmal irgendwo hin platzieren oder machst schon gleich die Maße, wo du es halt hinhaben möchtest. An sich befindet sich unsere Statue in einem Kreis. Wenn man sich einen Kreis natürlich zeichnen möchte, kann man seine eigene Maße nehmen für einen Kreis oder man nimmt die Maße, die ich euch jetzt hier so leicht vorgebe. Man erkennt das ganz gut. An sich hat unser Kreis für unsere Statue ein Maß von 8 an den Seiten. Dann kommt man natürlich hier zu diesen Ecken hin. Da machen wir dann halt einen Zweier, einen Einer und einen Zweier. Ne, man sieht es ja ganz gut und dann kann man sich hier seinen Kreis damit zeichnen. Ja, aber bevor wir die überhaupt platzieren können, müssen wir sie erstmal bauen. Also holen wir uns einfach mal erstmal ein bisschen polierte Granitblöcke raus. Davon nochmal die Treppen bitte. Dann holen wir uns ein bisschen gelbe Keramik raus. Dann würde ich eine Steinstufe euch empfehlen. Dann holen wir uns einen gelben Beton raus. Man könnte auch mit gelber Keramik arbeiten, aber ihr werdet sehen, warum ich noch gelben Beton dazu nehme. Dann holen wir uns noch ein paar Birkenholztreppen raus, Stufen dazu, dann ein paar Steinknöpfe und dann nochmal eine glatte Steinstufe. So, wenn wir natürlich jetzt unsere Statue beginnen möchten von unserem General, dann müssen wir erstmal den Kreis und zeichnen, oder das macht man erst im Nachhinein, aber irgendwie, ne, dass man sich schon so plant, wie man sich die einzäunen möchte. Ja, dann zeichnen wir uns erstmal den Fuß von unserer Statue, einfach mit unseren Granitblöcken. Da setze ich mir jetzt 4 Blöcke hin. Das Ganze hat dann auch ein Maß auf jeder Seite von 4 Blöcke. Wenn wir an sich dann unseren Sockel unten platziert haben, ne, setzen wir an den Seiten jeweils unsere Granittreppen rauf, die sich miteinander verbinden. In der Mitte sollten wir dann noch 4 Blöcke haben. Die füllen wir dann ganz einfach aus mit unserem Granitblock. Dann stemmen wir uns dann ganz einfach mal unsere gelbe Keramik und dann platziere ich mir meine gelbe Keramik einfach mal jetzt, sage ich mal, hier hinten so auf diesen einen Vierer, den wir hier hatten, einfach mal hier so einen rechten Winkel drauf. Dann setze ich mir so ein bisschen schräg da vorne nochmal einen weiteren Winkel einfach mal so hin. Dann sieht das Ganze erstmal so von den Seiten aus. Wenn wir das soweit haben, setze ich mir jetzt hier vorne oben drauf noch einen weiteren Block. Den mache ich zur Seite weg. Da gehe ich nochmal ein weiter zur Seite weg und mache hier wieder solch einen rechten Winkel mir einmal rein. Dann setze ich mir nochmal so ein gleiches Spiel hier gleich vorne einmal an. Dann sieht das Ganze bis jetzt erst einmal so aus. Wenn wir das soweit haben, setze ich jetzt hier hinter noch zwei weitere, hier an der Seite, noch zwei weitere Blöcke einfach mal nach hinten weg. Danach platziere ich mir dann hier drauf, dann wieder solch einen rechten Winkel einfach mal oben drauf. Dann sieht das ganze Spiel natürlich einmal so aus. Und wenn wir das Ganze dann soweit haben, platziere ich mir jetzt hier drauf noch einen weiteren Block und gehe jetzt noch zwei weitere Blockschichten hier einfach mal nach vorne und setze mir in der Mitte dann hier noch zwei weitere Blöcke hin. So haben wir denn jetzt unser Pferd dargestellt mit unserer gelben Keramik. Ich kann ja noch ein bisschen hier so mal leicht rumfliegen, damit man noch mal gucken kann. Passt das Ganze? Habe ich das Ganze auch so? Ja, wenn wir das dann soweit haben, geht es weiter, dass wir jetzt unser Manikin oben drauf einmal uns basteln. Dazu nehme ich jetzt den gelben Beton. An sich hat unser General und das Pferd die gleiche Farbe. Also beides so bronzemäßig so vergoldet. Aber ich finde, wenn man jetzt natürlich seinen General mit gelben Keramik bastelt, dann geht das Ganze unter. Von daher verwende ich jetzt gelben Beton. Falls du es nicht nehmen willst, dann nimm einfach wieder gelbe Keramik. Ja, ansonsten, ich setze mir jetzt einen Fuß von unserem General einfach mal hier in die Ecke hin und dann gleich hier auf der anderen Seite ziehe ich mir das mit. So, dann setze ich mir hinten drauf einen Block, zwei und drei von unserem Beton einfach mal hin. Das ist natürlich dann unser Torso von unserem General. Dann zeichne ich noch einen Arm auf der einen Seite und dann noch einen anderen Arm auf der anderen Seite. Jetzt sieht er so ein bisschen aus wie so ein kleiner Lego-Mensch, ne, den wir uns hier so ein bisschen zeichnen. Ich setze meinen General noch gleich einen Hut auf. Ne, der General, der hat ja einen Hut auf. Und unser General guckt so ein bisschen zur Seite weg. Von daher mache ich mit zwei Knöpfen seine Augen so ein bisschen, versuche ich darzustellen. Also jetzt sieht er wirklich aus wie ein Lego-Mensch, ne? Mache ich ihn so, dass er so ein bisschen zur Seite guckt. So, unser Pferd hat natürlich auch seine Augen. So, setze ich mir an den Seiten einfach mal hin. Dann haben wir unser Pferd auch schon gleich die Augen gemacht. Ich würde sagen, dem Pferd, die machen wir noch eine Mähne und hinten noch so einen Schwanz. So, wir machen erstmal die Mähne hin. Das heißt, ich nehme jetzt einfach meine Birkenholztreppen. Eine platziere ich mir, also jetzt, oder ich setze mir zwei hinterm Kopf. Eine so seitlich und die andere dann so gerade ran, dass die sich hier ein bisschen aneckt. So, jetzt fliege ich hier einmal zur Seite von unserem Pferd. Das wäre dann, wenn ich jetzt natürlich vorne stehe, einmal auf der rechten Seite. Da platziere ich mir jetzt darunter, also tausche ich hier einmal die gelbe Keramik aus durch einen Birkenholzblock und darunter setze ich mir dann ganz normal eine Treppe hin. So, jetzt wollen wir dem Pferd noch einen Schwanz machen, das heißt, ich setze mir eine halbe Stufe an unseren General, eine ans Pferd, dann gehe ich hier einmal so schräg zur Seite weg und mache das gleiche Spiel noch einmal
Und darunter kann man sich dann eine Treppe setzen, wie die Treppe sein soll. Soll sie nach vorne gucken, so mit dem Rücken, oder soll sie nach hinten gucken mit dem Rücken, kann man sich jetzt natürlich aussuchen. So, wenn wir das Ganze dann auch hier mit dem Schweif fertig haben, wollen wir unserem Pferd noch ein Gespann machen, weil wie soll sich der General denn da drauf festhalten? So. Also legen wir ihn jetzt hier so ein Gespann an, so an den Seiten mit den Stufen können wir das so ein bisschen ziehen, dass das dann halt auch hier mit den Händen ein bisschen festhält. Unser General sitzt natürlich auch fest im Sattel, von daher wollen wir ihn dann auch einen Sattel hier noch verpassen. Ja, könnte man sich den Sattel machen, vielleicht so mit zwei Stufen oder nur mit einer Stufe. Ich würde mal nur eine Stufe nehmen. So, das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Und dann haben wir unseren General damit auch schon fast fertig. So, ich habe mir nochmal zwei weitere Sachen rausgeholt. Einmal Fichtenzaun und Eisengitter. Denn unser General hat noch ein Schwert in der Hand. Das wollen wir natürlich hier so ein bisschen in die Hand drücken. Einfach so. Der Griff wird natürlich dann aus Zaun und der Rest so vom Schwert mache ich mit Eisengitter. Das hat er so ein bisschen in der Hand. Welche Hand wäre denn das? Das wäre jetzt die linke Hand, wo er es hält. So ein bisschen in die Luft. Ne, so. Ne, können wir nochmal so das Bild der Statue haben, so als kleinen Vergleich. Ne, so in etwa sollte das in Minecraft aussehen. Ne. Ja, der Sockel unten, da steht noch ein bisschen was drauf. Ne, da können wir natürlich auch gleich raufschreiben. Jetzt könnte man. Man könnte den Sockel noch ein bisschen größer machen, weil unten ist er auch ein bisschen größer. Ich glaube, ich werde es so lassen, wie es ist. Aber ansonsten könnte man vielleicht noch sich eine weitere Schicht einmal ringsrum ziehen, wenn man möchte, von unseren polierten Granitblöcke. Aber gefällt mir nicht so ganz oder das Maß passt nicht so ganz. Dann wäre unten der Sockel zu groß dafür. Von daher lasse ich mir das Ganze so. So, ich habe es raufgeschrieben, natürlich mit meinen Schildern. Ich habe hier unten noch ein bisschen gelbe Keramik mit hinter platziert, weil das hat doch so ein bisschen. Ich habe nochmal geguckt, nochmal in der Folge ein bisschen nachgeguckt. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was das auf Deutsch heißt. Ich kann dir gerne nochmal die Schrift ein bisschen besser einblenden und dann. Ich glaube, Lisa hat das gut gesagt. Ich sterbe lieber, bevor ich mich ergebe, Tim. Wer ist Tim? Offensichtlich befand sich Tim in der Nähe des Generals, kurz bevor der in den Kopf getroffen wurde. Ja, da steht da jedenfalls drauf. Ja, kann man sich natürlich auch seinen eigenen Text gerne aufschreiben, wenn man möchte. Aber jedenfalls, ich hoffe, ich habe es gut hingekriegt, den General von unserer Akademie hier gut darzustellen. Ich bin nicht so der Beste in Skulpturen bauen. Am liebsten baue ich es immer so, ohne zu erklären, weil dann klappt es immer am besten. Aber ich hoffe, ich habe es doch ein bisschen hingekriegt, euch die Figur hier ein bisschen mitzugeben, damit ihr euch die auch vorne schon mal platzieren könnt. Ansonsten sind wir natürlich hier mit unserer Figur fertig. Das nächste, wo es denn rangeht hier bei unserer Akademie, wird denn das Hauptgebäude sein. Da machen wir uns dann ran. Das kommt dann, würde ich mal sagen, zum Beginn der nächsten Woche, dass wir da dann loslegen. Wir werden das uns ganz einfach und simpel aufbauen, sodass das jeder einfach mitfolgen kann oder kapieren kann. So, hier wird wieder Deutsch gesprochen. Ja, jedenfalls, dass man das dann auch super nachbauen kann. Ich versuche das so einfach wie möglich halt auch zu erklären. Ja, gut, dann würde ich sagen, stelle ich mich vor meiner Statue hin. Ich wünsche dir viel Spaß natürlich beim Nachbauen und wir hören uns dann wie immer zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.